herzlich willkommen, liebe Weinfreunde, bei unserer allerersten Stay-at-home-Weinverkostung zum Thema gereifte Schätze. Und wir begrüßen euch direkt aus unserem Wohnzimmer. Hallo! Ich bin die Katja. Und ich bin der Patrick. Und wir sind vom Weingut Heribert Bayer, Kellerei Signoleonis aus Neckenmarkt im wunderschönen Mittelburgenland, was wir in zweiter Generation führen. Und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Stay-Home-Weinverkostung, unserem neuen Format. Vorweg einmal vielen lieben Dank für eure zahlreiche Begeisterung für das Event, dass so viele gesagt haben, dass sie mit uns da ein paar Minuten verbringen wollen, mit uns ein paar schöne Weine verkosten werden. Ich werde euch jetzt gleich einmal erzählen, was wir verkosten und wie wir die Weine vorbereiten würden. Genau, und vorweg vielleicht noch etwas besser, wie es nicht sein könnte, haben wir uns als erstes Thema eben bewusst das Thema gereifte Schätze gewählt, also gereifte Weine aus unserem Haus. Das ist etwas, was eine grundlegende Philosophie ist, schon seit Anbeginn, also schon seit 1997, legen wir Weine bewusst zurück, geben Weinen Zeit zum Reifen, sodass sie sich in ihrer vollkommenen Schönheit und Brillanz und in ihrem Facettenreichtum eben zeigen können. Und dafür haben wir heute drei Weine ausgewählt, die ihr auch unten am Screen angezeigt bekommt und die der Patrick jetzt vorbereiten wird. Genau. Wir starten mit unserem grünen Veltliner Rieddorner aus dem Jahrgang 2012. Hier würde ich gleich einmal hoffentlich gut klimatisiert das erste Gläschen einschenken. So. Der zweite Wein im Bunde wird unser Blaufränkisch Sales Red 2012 sein. Wir verkosten alles aus einem Burgunder Universalglas. Um nicht während den Weinen viel Zeit zu verschwenden, haben wir uns schon ein zweites Gläschen vorbereitet. Dankeschön. Solltet auch ihr ein zweites Glas haben, würde ich jetzt empfehlen, dass wir diesen Sales Red auch einmal öffnen. Das Ganze schon einmal ins Glas schenken. Dem Wein werden wir ein paar Minuten Luft im Glas gönnen. Ich werde noch kurz, dass wir nicht das ganze Bild voller Wein haben, dieses Gläschen zur Seite stellen. So. Und der dritte Wein im Bunde, das grande Finale für heute, ist unsere Barbaross Reserve 2005. Diesen Wein habe ich kurz vor unserer Live-Übertragung geöffnet. Werde diesem Wein jetzt auch eine kurze Zeit in der Karaffe gönnen. Jahrgang 2005, da könnte es ein kleines Depot geben, deswegen werde ich hier jetzt vorsichtig beginnen, diese Flasche zu dekantieren. Dabei kann euch die Katja ein bisschen prinzipiell zu dem Thema Dekantieren von reifen Weinen vielleicht ein bisschen was erzählen. Ja, also grundsätzlich ist es so, wir werden oftmals gefragt, wie sollen wir Weine dekantieren, wie gehen wir bei Jungweinen um, wie gehen wir bei gereiften Weinen um, und unsere Antwort lautet daraufhin immer, dass wir zuerst einmal den Wein ein Probegläschen uns nehmen, schadet ja nicht, und dann entscheiden, ob wir ihn dekantieren oder nicht. Was aber die Erfahrung gezeigt hat, ist, dass je reifer ein Wein ist, desto weniger lang muss er dekantiert werden. Bei diesem Wein sagen wir eine maximale Dekantierzeit von 15 bis 20 Minuten. Ja, eine wichtige Sache noch, weil auch schon ein paar Fragen gekommen sind. Ich werde hier und da links auch Fragen beantworten, wenn jemand Hilfe braucht, wie zum Beispiel jetzt gerade. Grundsätzlich, das ist ein Live-Format und wir haben uns bewusst dafür entschieden, damit wir eben mit euch im Austausch sind. Stellt uns gerne Fragen. Nach jedem Wein gibt es die Möglichkeit, werden wir auf die gestellten Fragen eben eingehen. Das heißt, ich schreibe auch immer mit, falls sie sich nicht schon durch unsere Erzählung beantwortet haben. Und zusätzlich bieten wir auch an, nach dem Livestream, also dass wir im Livestream nach der Verkostung noch bleiben, um weitere Fragen zu beantworten. Genau, so ist es. Get ready for action. Wir starten mit dem ersten Wein, Grüner Veltliner Rieddorner. Zum Wohle, viel Spaß. Mmh.
super frischer grüner Veltliner. Rietdorner Felsenlager. Jetzt wird sich wahrscheinlich der eine oder andere von euch denken, Moment einmal, bin ich da im falschen Livestream? Bayer macht Weine im Burgenland. Wie kommt es da zum Wagram? Und das hat zwei Aspekte mit sich, die daran liegen, dass wir eben auch am Wagram grüne Veltliner machen. Zum einen einmal, wir sind Négociants. Das bedeutet, wir produzieren in Neckenmarkt, in unserem Betrieb, ca. 100.000 Flaschen Wein als reine Négociants. Das heißt, wir haben keine selber Weingärter. Was wir aber haben, ist eben dadurch die Möglichkeit, uns zu überlegen, ja, wo finden wir es besonders spannend, Weine zu produzieren, wo sind die richtigen Rebsorten am richtigen Fleck, und dadurch sind wir auf den Wagram gekommen. Ich liebe den Wagram, deshalb, weil einfach die Weine extrem fruchtbetont sind, wirklich Sortentypizität, Reinheit ein ganz ein klares Thema ist. Die Weine haben Kraft, sie haben Substanz, haben aber immer auch Finesse dabei. Und das werden wir, glaube ich, auch ganz schön anhand dieses Beispiels sehen. Die Nase alleine schon, man merkt einfach, dass dieser Wein einen wunderschönen Körper hat, ein wunderschönes Säuregerüst, dann auch diese exotische, also weißer Apfel und auch exotische Noten, die ein bisschen an Mango erinnern lassen, und dann diese Finesse, die dann auch noch kommt, die bereits in der Nase vorhanden ist. Man hängt die Nase rein, hat sofort da ein richtiges Maul voll grüner Veltliner in der Nase, man merkt sofort die Sorte, ganz klar erkennbar. Die schöne Frucht, schön brillant, auch so ein bisschen Zitrusanflüge. Und das, was halt sehr, sehr spannend ist, sind gerade diese mineralischen Noten und die Sekundäraromatiken, weil das ist ja das Thema, was wir haben. Wir sprechen heute über reife Weine. Und gerade grüne Veltliner, unsere Leitsorte bei den Weißweinen, ist ein Paradebeispiel für einen Wein, der unglaublich gut Reifemöglichkeiten haben. Und eben für uns ganz, ganz speziell und ganz besonders an diesem Wein ist die Lage. Ja, und diese Lage hat die Besonderheit, dass der Wagram ja bekannt ist für seine Lössböden, aber in dieser Lage Rietdorner ist es so, je weiter rauf die Lage geht, desto mehr Einsprengselungen vom roten Schotter haben wir hier drinnen. Und wenn wir jetzt mal das Glas zu uns nehmen und auch einen Schluck davon probieren, dann hat dieser Wein eben schöne, auch gerade im Nachhall, da haben wir sowas leichte, salzige Noten, mineralische Touches, um das jetzt mal so zu prädestinieren. Und das schreiben wir der Lage zu. Auch genau, wie sich die Frucht heute noch in seiner Brillanz zeigt und diesem Wein einfach eine Jugendlichkeit und Frische gibt, wie man ihn den Jahrgang 2012, also im Sinne von, dass der Wein doch schon 8 Jahre Flaschenreife hat, wahrscheinlich nicht zuschreiben würde. Ganz und gar nicht. Und ich glaube, es ist auch noch sehr spannend zu erfahren, wie du überhaupt zu der Lage Rietdorner gekommen bist. Das ist wirklich eine ganz eine lustige Geschichte. Das Ganze stammt daher, ich bin eben damals im Jahr 2011 auf einer Weinpräsentation im Westen Österreichs gewesen, hatte einen Gast bei uns am Tisch, und wir haben eben neben dem Weinverkosten ein bisschen philosophiert über was man als großes Potenzial in Österreich sieht, warum wir nur Rotweine produzieren. Und ich habe ihm halt erzählt, in dieser Geschichte, ein bisschen geschwelgt von meiner großen Liebe zum Wagram, wie ich euch schon vorher erzählt habe, was ich halt so faszinierend an dieser Region finde. Und am selben Tag, am Abend, kommt ein lieber Winzerkollege auf mich zu, mittlerweile ein ganz ein lieber Freund, der Franz Leth aus Fels am Wagram, und sagt, du, ich habe heute bei der Verkostung ein bisschen mitbekommen, dass du eben den Wagram so magst und dass du, wenn du einmal an einen Weißwein denken würdest, an grünen Veltliner denken würdest, und dass das eine Region wäre, die du dir sehr, sehr gut vorstellen könntest. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ein burgenländischer Winzer an Wein bei uns in der Region machen will. Die Geschichte interessiert mich trotzdem. Schau einmal vorbei, komm zu uns besuchen und reden wir drüber. Gesagt, getan. Ein paar Tage später sind wir in Fels aufgeschlagen, haben uns den sensationellen Betrieb von Franz angeschaut, haben gefühlte 50 verschiedene grüne Veltliner Chargen gekostet,
durch den ganzen Keller durch und bei einer Tankprobe, bei einem Tank sind wir wirklich drauf hängen geblieben und haben einfach gesagt, das ist sensationell und das ist genau das, was wir uns vorstellen. Und das war diese Lage Rietz-Dorna. Weil, wie die meisten von euch wissen, der Wagram ist für seine Lössböden bekannt. Diese Lössböden bringen einfach da viel Substanz in die Weine. Was in der Lage ist, ist eben diese mineralischen straffen Einsprengselungen vom roten Schotter. Und die bringen dieses Filigrane, diesen Nuancenreichtum hinein. Und das heute, 8 Jahre später verkostet, da haben wir auf einmal jetzt das, was uns der Wein zurückgibt, für die Zeit, die wir ihn liegen lassen haben. Das ist nicht nur die schöne, brillante Frucht, das ist nach wie vor ein jugendlicher Wein, der sehr, sehr gut dasteht und wirklich strukturiert ist und noch viel, viel Zeit vor sich hat. Trotzdem haben wir auch schon diese Anflüge der Sekundärnoten, diese Tertiäraromatiker. Was ich immer wieder ganz spannend finde, ist, für mich hat das sogar so einen ganz einen leichten Einschlag von Petrolnoten, die du an sich ja sonst beim Riesling findest. Ja, das erste Mal in der Nase, ne? Das würde einen schon falsch leiten, aber am Gaumen und trotzdem, ist dann ganz klar. Und trotzdem haben wir aber ganz klar grüner Veltliner in einem großartigen Stadium vor uns, ein Wein, der wirklich, wirklich Spaß macht. Was uns zum nächsten Thema bringt, weil Weine, die Spaß machen, haben wir hoffentlich noch 2 weitere. Wie agieren wir jetzt mit dem Wein, den wir jetzt vor uns im Glas haben? Das Gläschen werden wir schaffen noch zum Austrinken, bevor wir den nächsten Wein angehen. Sonst würde ich euch empfehlen, Schraubverschluss drauf, das Ganze wieder in die Klimatisierung zu stellen. Wir haben das erprobt, ihr könnt euch diesen Wein ohne mit der Wimper zu zucken, die nächsten 48 Stunden ohne weiteres zurückverkosten. Also ihr seid nicht gedrungen, das heute alles auszutrinken. Macht euch morgen was Schönes, Nettes zum Essen dazu. Ja, zum Beispiel gebackener Fisch oder auch ein Schnitzel. Auch ein schönes Brathähnchen passt hier dazu oder ein frischer Salat, ein grüner frischer Salat. Oder natürlich auch, wenn ich jetzt so länger drüber nachdenke, auch ein Garnelencurry. Und das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen verwundern, wieso wir das bei grüner Veltliner sagen, weil grüner Veltliner ja normalerweise für eine relativ ausgebaute Säurestruktur bekannt ist. Und bei diesem grünen Veltliner haben wir aber eine sehr ausbalancierte Säure. Deswegen eignet sich auch dieser wunderschön zu asiatischen Gerichten, wie zum Beispiel mein empfohlenes Garnelencurry. Prinzipiell bei uns zu Hause ist das Thema mit vegetarischer Kost, Gemüse ein ganz ein großes Thema. Wir versuchen so viel wie möglich Gemüse zu uns zu nehmen, ein bisschen Fleisch zurückzuhalten. Und es gibt wahrscheinlich viele, die unsere Philosophie da ein bisschen teilen. Deswegen wollen wir auch immer in unseren Speisebegleitungen ein bisschen das Thema vegetarisch mit aufnehmen. Eine Sache, die mir jetzt zum Beispiel am Herzen liegt und mir sofort spontan zu diesem Wein einfällt, ist Spargel. Wir sind alle dran gehalten, gerade in diesen schwierigen Zeiten unsere heimischen Bauern zu unterstützen. Es kommt die Spargelsaison auf uns zu. Das ist etwas Regionales, was man aus der Nähe beziehen kann, was unglaublich super mit diesem Wein zusammenpasst. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel in den Klassiker denke, ein schöner Spargel mit einer Sauce Hollandaise, diese schöne buttrigen Fettkomponenten, diese Hollandaise hineinbringt, das paart sich unglaublich gut mit der Säure, mit der dezenten, mit der Mineralik dieses Weines und macht sicherlich viel, viel Freude. Also wie gesagt, Flasche verschließen, zur Seite stellen, die nächsten Tage verkosten, überhaupt kein Thema. Ja, und jetzt habe ich auch schon vorher, ich schaue mir eure Kommentare immer laufend an und freue mich drüber, der Patrick sieht sie nicht, aber es ist voll süß und toll und wertschätzend, was ihr uns reinschreibt. Bisher, also ja, ich soll schneller trinken, also nein, Katja, du trinkst schneller als der Patrick, ja, das liegt daran, dass ich wahrscheinlich nervös bin, ein bisschen. Der Dominik fragt auch noch, also das mit den 48 Stunden verstehe ich nicht, Zwinkersmiley, aber bisher ist auf jeden Fall, also mit den 48 Stunden, also das ist die Maximalzeit, die diese Flasche überleben darf, um das jetzt mal so zu sagen. Die
Hochleistungsverkoster unter euch werden das vielleicht auch ein bisschen früher schaffen. Entschuldigung. Wie gesagt, das Thema ist einfach, dass dieser Wein, obwohl er das gewisse Flaschenreife hat, dass noch immer so jugendlich, so viel Potenzial ist, dass auch bei der geöffneten Flasche es überhaupt kein Thema gibt, dass das jetzt schnell in die Oxidation hineinfällt. Deswegen einfach das Ganze in schönen Rationen aufteilen, die nächsten Tage verkosten. Und ich denke, es ist auf jeden Fall ein schönes Gläschen, um den Feierabend zu beginnen. So, es kamen sonst keine Fragen. Was bedeutet, dass wir nun von Fels am Wagram von Niederösterreich auf den Neckenmarkter Hochberg kommen? Wir gehen zu uns in die Heimat, nach Neckenmarkt und ins Glas kommt Sales Red Blaufränkisch Hochberg Jahrgang 2012. Hier machen wir den gekonnten Gläserwechsel und werden uns gleich einmal anschauen, was der Wein so in den letzten 10-15 Minuten im Glas so getan hat. Und was man da einfach gleich einmal in der Nase total hervorsticht, ist einfach diese fleischige, fruchtige, saftige Kirsche. Ach, der macht schon Lust auf mehr, wenn man reinriecht. Boah. Wie der aufmacht. Jahrgang 2012, ich glaube, ich sage einmal einfach ein bisschen was vorweg dazu, weil das Thema hatten wir auch schon beim Grünen Veltliner vorweg. 2012 war ein Paradejahrgang für österreichische Winzer, so ein Bilderbuchjahrgang. Es war ein sehr schönes, warmes Jahr, war aber nicht so überopulent heiß, wie wir es auch schon in anderen Jahren gesehen haben. Das heißt, es gab eine gewisse Niederschlagsmenge, die Böden waren gesättigt, die Wurzeln waren mit Wasser versorgt. Insofern eine wirkliche Selbstständigkeit, autodidakte Aspekt war in den Weingärten festgestellt. Und das, was natürlich immer für uns Winzer ganz, ganz wichtig ist, ist einfach eine perfekte Leseperiode. Wir sagen im gut Wienerischen den Altweibersommer dazu. Das heißt, wenig Niederschlag, schöne, warme Herbsttage, was uns natürlich absolut viel im Weingarten bringt. Zum einen, wir schaffen es, die physiologische Vollreife voll abzuwarten. Gerade spätreife Rebsorten wie Blaufränkisch sind da natürlich sehr, sehr dankbar dafür. Man hat keinen großen Lesedruck, weil eben kein Botrytis-Angst da sein muss und kann eben das ganze Traubenmaterial in absolut perfekter Form in den Keller bringen. Und das schmeckt man im Glas, das ist einfach wirklich dicht, das ist extrem voll. Ja, vielleicht ist es auch noch ein spannender Punkt, den ich finde, den wir erwähnen sollten. Der Neckenmarkter Hochberg, da hat sich ja damals der Herbert ganz bewusst für diesen Ort entschieden, dass er dort seine Rotweinheimat quasi aufschlagen möchte. Und der Neckenmarkter Hochberg ist bekannt für seine so alten und geschichtsträchtigen Blaufränkischanlagen. Und diese Anlagen haben einen essentiellen Vorteil, der auch unserem Thema und unserer Philosophie sehr, sehr nahe kommt und was auch der Grund war, wieso sich der Heribert damals für den Neckenmarkter Hochberg entschieden hat. Diese Rebanlagen, die über 60, 70 Jahre alt sind, sind einerseits komplett autark, das heißt, sie holen sich das Wasser durch die Wurzeln aus dem Grundwasser. Andererseits arbeiten sie schon von sich aus extrem ertragslimitiert. Und das führt zu sehr, sehr dichten Weinen mit einer wunderschönen Fruchtkomponente, die ein enormes Lagerpotenzial aufweisen. Und Blaufränkisch ist eine Rebsorte, die es allemal verdient hat, dass sie mindestens 5 bis 6 Jahre Flaschenreife bekommt. Wir zelebrieren das in unseren Weinverkostungen immer wieder, um zu zeigen, wie facettenreich, wie vielschichtig Blaufränkisch ist. Um nochmal kurz darauf zurückzukommen, eben mit dem Neckenmarkter Hochberg. Mein Vater hat ja als Weinberater begonnen, 1994 seinen ersten Wein unter eigener Flagge in Signo Leonis produziert und in der Zeit von 1994 bis 1997 war er auf der Suche nach der perfekten Lage, um eben
seine Weine dort zu keltern. Und nach dreijähriger Suche ist er am Neckenmarkter Hochberg gelandet. Und der Neckenmarkter Hochberg hat eben, wie die Katja schon erzählt hat, diese sehr, sehr alten Rebanlage, ist von seiner Ausrichtung perfekt und bringt sehr, sehr substanzvolle, aber auch erdige und charaktervolle Weine mit sich. Und das haben wir auch da erinnern. Also wir haben wirklich gerade ein bisschen den Wandel vom jungen Wein zum gereiften Wein. Und das ist ein ganz spannendes Thema, weil wir haben nach wie vor eine super vordergründige Frucht, die den Wein trägt. Aber es kommen so langsam die Tannine in Wallung, die Tannine wandeln sich so langsam, gehen von einer gewissen Härte, die sie in der Jugend hat, mittlerweile etwas in die Süße über. Auf einmal wird das total homogen, harmonisch, ja, und auch einfach charmant. Ja, also für mich, also wer blaufränkisch gereift oft trinkt, wird diese Rebsorte als sehr charmant beschreiben. Er wird sie eventuell von seinem Facettenreichtum und wie es sich entwickelt mit Bordeaux und Burgunders vergleichen, weil einfach auch hier dasselbe Prinzip gilt. Keiner würde heute einen Bordeaux oder Burgunder aus dem Jahrgang 2018 aufmachen. Und dasselbe Prinzip ist eigentlich auch bei Blaufränkisch. Also wenn man Blaufränkisch in seiner Jugend trinkt, muss man sich einfach bewusst sein. Da sieht man noch die stürmische Seite, die kräftige, der ein oder andere möge sagen opulente Seite. Und wenn das Ganze dann eben in die Reifung geht, dann wird das einfach so schön und blaufränkisch gereift. Ich sage immer, wir sitzen in Österreich auf einem verborgenen Schatz. Und das sind gereifte Blaufränker. Weil die können meiner Ansicht nach mit den großen Weinen der Welt mithalten und definitiv daneben stehen. Es ist so eine wunderschöne Rebsorte, wo wir uns wirklich wünschen, dass die in nächster Zeit auch noch international, so wie international der Grüne Radliner in Österreich bekannt ist, auch blaufränkisch eben diese Bekanntheit bekommt, vor allem, wenn es eben gereift getrunken wird. Und was mich interessieren würde, ist, ob ihr das genauso so wahrnehmt, wie ich das gerade im Glas habe. Das ist, man plaudert 2-3 Minuten über den Wein, haltet immer mal wieder die Nase rein, kostet ein Stückchen. Der Wein entwickelt sich im Glas so sensationell. Ja, es ist irgendwie, man muss auch eines dazu sagen, er hat einen ungemeinen Trinkfluss. Also man kann gar nicht von dem Wein genug bekommen, auch man muss immer reinschnuppern, möchte immer wieder einen neuen Schluck verkosten, weil er sich eben mit mehr und mehr Luft im Glas immer mehr auch adaptiert und ein bisschen ändert. Und das macht es einfach total spannend. Ja. Vielleicht noch eine kleine Story zu dem Namen des Weins, weil das ist relativ untypisch, dass ein österreichischer Winzer einen englischen Namen oder einen lateinischen Namen auf seine Etikette schreibt. Bei uns ist das halt so, jeder Wein hat ein bisschen seine eigene Story. Dieser Wein heißt Sales Red und das stammt ein bisschen vom großen Hobby meines Vaters ab. Also das größte Hobby ist natürlich der Wein, das zweite große Hobby, und das wissen viele, ist seine Segelleidenschaft. Und wie er im 1994 seinen ersten Wein gemacht hat, das war eine kleine Produktion, das war mehr oder weniger ein bisschen für den Eigengebrauch und den ein oder anderen ausgewählten Gastronomen, den mein Vater eben damals gekannt hat, der dann schon ein paar Fläschchen gehabt hat, aber das war eigentlich mehr Hobby als ernst die ganze Geschichte. Ja, aber es war einer der ersten Weine vom Weingut, muss man auch sagen. Es war der erste in Signorion, das ist 1994 ein Pinot Noir gewesen. Und eben, als seine Freunde im Segelclub quasi da ein bisschen mitbekommen haben, was mein Vater da so macht, sind sie auf ihn zugekommen und gesagt, Herr Herbert, wie war das denn? Bisschen an eigenen Wein für Segelboot zu haben, für den Segelverein, weißt du, wenn wir am Neusiedlersee draußen sind oder auf Törn nach Kroatien oder Italien fahren, dass wir ein bisschen was mitnehmen und unsere eigenen Weine haben. Und er hat das also ganz eine witzige Geschichte empfunden und hat gesagt, okay, das machen wir, klar. Und hat seinen Zweitwein Sales Red genannt. Also es gab damals nichts anderes, weil in Signorion ist der Einserwein und der Sales Red der Zweierwein. Und da wollte er einfach den schon dazumals zu zeigen, wie blaufränkisch halt sein kann, wie blaufränkisch schmecken kann und wie sich blaufränkisch entwickeln kann. Das Ganze ging dann natürlich auch in den Handel über unsere Partner, in die Gastronomie und Hotellerie, wurde dort zur Marke und dadurch ist der Name geblieben.
der letzte Jahrgang, den wir davon produziert haben, und deswegen werden wir auch ein bisschen hier quasi Geschichte verkosten und ein bisschen Nostalgie schwelgen, war der Jahrgang 2012. Weil ein Thema hat das Ganze mit sich gebracht, dadurch, dass jeder Wein seine eigene Story, seine eigene Etikette und sein eigenes Aussehen hatte, war das Ganze, wenn man auf der Präsentation stand ist und jemand zum Tisch kommt, der einen vielleicht vorher noch nicht kannte, könnte der gedacht haben, naja, eventuell sind das zwei, drei Weingüter mit mehr verschiedenen Weinen. Es hat eine sehr, sehr unterschiedliche Geschichte. Und 2013 haben wir uns halt entschieden, das Ganze ein bisschen unter ein Dach zu bringen, haben unsere Exquisit- und Zeitl-Serie ins Sortiment aufgenommen und sind so eben ein bisschen konzentrierter, überschaubarer geworden. Und dadurch ist eben Sage Red der letzte Jahrgang, den wir produziert haben, so 2012. Dazu muss man auch sagen, dass wir reden hier von einem Preis-Leistungswein. Das ist absolut schön für jeden Tag geeignet. Genau. Gerade in Zeiten wie jetzt, wo man sagt, ah, ein bisschen Mundvorrat zu Hause kann nicht schlecht sein, und es soll ein Wein sein, so für alle Tage, der einfach immer wieder Spaß macht und zu sehr, sehr vielschichtigen Gerichten einsetzbar ist, ist Sage Red eine tolle Sache, weil er genau blaufränkisch verkörpert, wie wir uns das vorstellen. Der erste Ansatz von Reife, strukturiert, finessenreich, das Ganze hat aber auch einen Trinkfluss, das ist süffig. Und das finden wir einfach sehr, sehr schön an diesem Wein. Ich muss gerade was sagen, ein Zitat wiedergeben, das finde ich super von Michael. Blaufränkisch braucht Zeit und Liebe, das ist wie mit Kindern. Anfangs muss man warten und investieren und dann überrascht zu werden. Ja. Und das, also ich glaube, das ist ein wunderschöner Vergleich. Wir haben zwar noch keine Kinder, aber ich glaube, ich kann mich da gut reinversetzen. Und ja, also Blaufränkisch braucht seine Zeit, um einfach seine Vollkommenheit und seine wunderschöne Brillanz zu zeigen. So, und weil wir ja auch sehr gerne essen und auch sehr, sehr gerne kochen, fehlt jetzt noch hier ein bisschen die Rezept- oder Speiseempfehlung, und Sage Red passt einmal zu allen möglichen mediterranen Pasta-Gerichten. Also da passt es einmal auf jeden Fall, aber es passt auch wunderschön zu Geschmorten oder auch zu sämtlichen Pilzgerichten, oder wenn wir jetzt gerade aktuell denken, was Ding ist, das Thema Morcheln ist ja auch hier spannend. Und zu allerletzt möchte ich noch eine, sorry, dass ich dich unterbreche, Patrick, möchte ich noch eine schöne Sache sagen. Und zwar haben ein sehr, sehr guter Freund von uns, ist Chefkoch in der Ente von Süß. Und den haben wir natürlich auch um seine Ratschläge gebeten. Und er hat uns zum Sales Ride eine wunderschöne vegetarische Variante gesagt. Und zwar ein Rote-Bete-Risotto mit Haselnüssen und dazu eine Burrata. Und das haben wir selbst ausprobiert und es passt einfach wunderbar zum Sales Ride. Das ist halt immer auch das Thema, gerade wenn wir uns mit dem Aspekt vegetarischer Küche ein bisschen auseinandersetzen. Weinbegleitung und vegetarische Küche ist oft so, ich denke, schwierig, ich finde da nicht den richtigen Speisebegleiter dazu, gerade wenn es um Rotwein geht. Aber da können wir sagen, eben alles, wo mediterrane Gewürze dazukommen, da kann man sich ruhig ein bisschen trauen, dem Ganzen ein bisschen Pep geben, das Ganze ein bisschen voluminöser zu setzen durch die Zugabe von feinen Ingredients. Und da wird dann auf einmal Blaufränkisch und Rotwein ein ganz spannendes Thema dazu. Wir sind dem Franz für seine Empfehlung sehr, sehr dankbar, weil das wirklich ein cooles Gericht ist und das wirklich Spaß gemacht hat, so zum Ausprobieren. Noch ein abschließendes Wort zu dem Wein, was ich denke, was man hinaus sagen kann, das ist ein Wein, wo wir uns gar keine Sorgen machen in Zukunft, weil dieser Wein wahrscheinlich noch viele schöne Jahre vor sich hat. Ich bin selber total überrascht und begeistert, wie diese Weine im Schraubverschluss sich gehalten haben, sich trotzdem entwickelt haben und sehr, sehr spannenden Rotwein ergeben. Ja, jetzt haben wir auch noch eine Frage rein, das haben wir ja auch vergessen, bei den Weinen dazu zu sagen, und zwar, wie lange kann man den jetzt noch weiter aufbewahren, wenn die Flasche geöffnet ist? Und dazu habe ich auch vorher von Christian einen Kommentar bekommen, der hat nämlich das Ganze gestern schon aufgemacht und auch belüftet und sagt, der Wein, je mehr Belüftung er bekommt, desto mehr Facetten zeigt er noch von sich. Vielleicht kannst du dazu ganz kurz was sagen.
Also ich denke, der Wein ist ausgerüstet mit dem Netzwerk, was er benötigt. Das hat Gerbstoff, die Säurestruktur passt. Das ist, die Frucht ist vorhanden. Ich wüsste nicht, was dem Wein mit zukommender Luft etwas Negatives beitragen sollte. Also wie gesagt, der Christian hat den Wein gestern schon einmal geöffnet und vorprobiert. Und da hat man heute in der Früh schon, ja Wahnsinn, am nächsten Tag verkostet, hat sich der Wein nochmals mehr entwickelt. Insofern, wenn man sagen kann, ah, der Wein ist 24 Stunden noch besser als am Vortag, dann können wir von einem Wein ausgehen, der auch noch ein sehr schönes Lagerpotenzial vor sich hat. Und dann war auch noch die Frage, gibt es noch vom Blaufränkisch was bei euch im Keller? Und da lautet die Antwort ja, von dem gibt es noch was im Keller. Und seit gestern haben wir ihn auch in unserem Online-Shop reingestellt. Das heißt, man kann jederzeit sich ein Fläschchen von den Weinen, auch die wir heute präsentieren, nachbestellen, wenn dann die geschmeckt haben oder gleich einmal quasi einen Hamsterkauf machen, damit das Lager voll ist. Oder der ein oder andere, den wir vielleicht im Mund jetzt wässrig gemacht haben, weil er eben die Weine aus unserer Verkostbox noch nicht gehabt haben. Auch nochmal zum Thema Blaufränkisch. Wir werden in 14 Tagen uns mit dem Thema Blaufränkisch nochmal sehr, sehr intensiv auseinandersetzen, und zwar mit dem Top-Wein in Signus Sagittari. Dort werden wir Zeitreise machen, ganz, ganz spannend, uns da ein bisschen Jahrgangsunterschiede und Jahrgangsvergleiche ansehen. Das ist etwas, was euch die nächsten 14 Tage erwarten wird. Vielleicht für den einen oder anderen noch gut Zeit, um sich da noch vorweg einzudecken. Aber vielleicht vorweg, also zum Beispiel aktuell bei Blaufränkisch ist einer meiner Lieblingsjahrgänge aus unserem Haus der Jahrgang 2003. Also weil auch das Thema mit der Lagerung des Weines kam, also Blaufränkisch hat ein unendliches Lagerpotenzial und das ist jetzt 2012, aber 2003 ist halt, da hat man halt dann die volle Charmanz vom Wein, da hat man dann die Wandlung schon vollzogen und da sind dann auch mehr die Sekundäraromatiken im Vordergrund und ich sage immer, je gereifter der Wein ist, desto mehr ist es halt ein Wein zum Philosophieren, wo man immer wieder, wenn man ins Glas halt reinriecht und auch wenn man es schmeckt, immer wieder eine neue Seite entdeckt und das macht es eben auch so aufregend und spannend. Ja, jetzt haben wir sonst noch Fragen? Schauen wir mal ganz kurz durch. Aktuell nicht. Ansonsten gehen wir jetzt... Der Markus hat noch geschrieben, dass er am Sonntag auch etwas aus 2013 getrunken hat und das kann man auch noch liegen lassen, also auch hier. Ja. Also prinzipiell, ich werde eh noch beim nächsten Wein ein bisschen drauf eingehen. Freunde unseres Weinguts wissen, dass unsere Weine in Wirklichkeit so mit 5 bis 10 Jahren Flaschenreife irgendwo beginnen, ihr richtiges Potenzial zum Ausspielen. 2013 ist etwas, was man ganz gut noch unter Verschluss halten kann. Allerdings sind das die Weine, wo es jetzt gerade losgeht. Das hat sozusagen eine plus minus 5 Jahre Flaschenreife hinter sich. Ich nehme an, dass es in Signor Leonis gewesen wird. Heute schön zu trinken, in 5 Jahren wahrscheinlich noch schöner. Ja, und dann hätte ich gesagt, jetzt machen wir einen kräftigen Schluck, dass wir wieder Glas rein haben. Auf die Gesundheit, auf unser Wohl, auf dass ihr heute einfach damit bei uns dabei seid. Es ist unglaublich, 41 Leute, also ich muss schon ganz ehrlich sagen, das hat sämtliche Vorstellungen von uns, als wir die Idee vor 2 Wochen geboren haben und alles dafür bereit gemacht haben, Videokamera besorgt, uns eingelesen in Streaming-Programme und wie funktioniert das und richtig abgefreakt sind, ja, hätten wir uns das niemals erwartet und es ist einfach richtig cool, weil es macht gerade so viel Spaß und es hat einfach gefehlt, die letzten 2-3 Wochen keine Verkostungen zu machen, dass wir leben das und das gehört einfach zu uns dazu, diese Leidenschaft gemeinsam mit euch zu teilen und es macht einfach so viel Spaß. Danke. Super, vielen lieben Dank für euch, dass ihr euch auch die Zeit nehmt, damit ihr uns etwas gemeinsam zu verkosten. Ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß wie uns. Wir werden ins Grande Finale gehen. Says Red 2012 haben wir besprochen, stellt es ihm zur Seite, schaut euch das an, ob der Christian recht behalten hat, morgen noch einmal ein Schlückchen verkostet. Jetzt kommen wir zu dem Wein, der wahrscheinlich oder hoffentlich abendfüllend sein wird. Deswegen ist ein zweites Glas auch nicht schlecht, damit man dann nicht schnell austrinken muss, sondern dann den Wein nachher noch in Ruhe zum Ausklingen trinken und probieren kann. So.
Ich glaube ja, beim Barbaros 2005 ist ja der Jahrgang eine ganz heiße Geschichte. Ach, ganz eine heiße Geschichte, ganz im Gegenteil, weil ja, 2005 an sich eben einer der Jahre war, die nicht so heiß waren. Ja, okay, in dem Sinn hast du recht, ja. Aber wir halten mal die Nase rein, also ich merke schon, die 20, 25 oder wahrscheinlich auch 30 Minuten, die wir jetzt schon zusammensitzen in der Karaffe, haben dem Wein extrem gut getan. Und da seid jetzt mal ehrlich, haltet die Nase rein, würdet ihr das auf österreichisch blind sofort setzen? Also wenn ich das blind ins Glas kriege, tue ich mir wahrscheinlich ein bisschen schwer. Das erste, was ich sofort wahrnehme, ist diese super sanften, eleganten Tannine. Genau das Thema, was wir schon besprochen haben beim Blaufränkischen, wenn diese Tannine in die Umkehrung geht, das heißt, wenn es vom harten, adstringierenden auf einmal in die Süße umwandelt, sind wir da in so einem eleganten Chambre zu Hause, da ist gar nicht mehr das Thema von zu eckig, zu kantig, zu. Das hat Substanz, das hat Finesse und das hat Weiche. Das ist nichts, was wehtut. Das ist wirklich Trinkfluss und super, super angenehm. Auch das wahrscheinlich ein Wein, wo der eine oder andere von euch ein Fragezeichen dazu hat. Barbaros Reserve, Jahrgang 2005. Kühles Jahr, kein ganz einfaches, medial so ein bisschen in die Mittelmäßigkeit abgestraft worden. Wir sind ein Weingut, was wirklich sagt, wir nehmen ganz gerne die Herausforderung an und gerade diese nicht ganz einfachen Jahrgänge sind das, was uns beflügelt, vielleicht das ein oder andere ein bisschen anders zu machen, ein bisschen genauer drauf zu schauen und wirklich die Vorteile und die Finessen aus diesen vermeintlich schwierigen Jahrgängen herauszuarbeiten. Cuvée ist 70% Blaufränkisch, 30% Merlot. Wir sind wiederum am Neckenmarkter Hochberg, wovon gerade die Merlot-Anlage ein ganz spannendes Thema bei dieser Cuvée ist, weil diese Merlot-Anlage, die wurde ausgepflanzt circa vor 40 Jahren. Und dazu ist zu sagen, vor 40 Jahren war Merlot der absolute Das war nicht im Sortenspiegel drinnen, das war so ein bisschen der Paradiesvogel. Man hat gewusst, international ist das eine große Rebsorte. In Frankreich und der ganzen Welt kommt man am Merlot gar nicht vorbei. Dazumals war eben Merlot in Österreich noch nicht im Sortenspiegel und trotzdem wurde dieser Weingarten mit dieser Rebe bepflanzt, um einfach zu sehen, wo geht das in der österreichischen Typizität mit der Rebsorte, Rebsorte Merlot hin. Und deswegen haben wir bei diesem Wein auf 40-jährige Weingärten zurückgreifen können. Das Österreich-Verhältnis ist absolut ein Wahnsinn und wirklich, wirklich spannend. Es gibt übrigens eine spannende Zwischenfrage, was ich glaube, was sich der ein oder andere sicherlich stellt. Und zwar, wie kommt es denn zu dem Namen und warum Barbaros? Barbaros. Der Name ist relativ einfach. Geht nach den Namen der zwei Weingüter, die da involviert sind, BA für Bayer, BE für Beisteiner, ein alteingesessenes Familie in Neckenmarkt und Ross für Rosso Rotwein. Barbaros, die Geschichte dahinter, ich wäre auch wahrscheinlich noch darauf zu sprechen gekommen, stammt aus folgender Geschichte heraus. Ich habe 2002 meinen ersten Blaufränkischen in Sinus Sagittari in Neckenmarkt produziert, war da so gerade die 18 gekratzt. ein absoluter Jungspund, aber auch Jugend verfliegt. 2004 ist man dann an mich herangetreten und hat gesagt, okay, hättest du Lust, da ein paar Weingärten am Neckenmarkt der Hochberg zu bearbeiten? Und das war für uns ein riesiges und spannendes Thema, weil gerade große, alte Anlagen in so einer prädestinierten Lage, die findet man nicht wie Fische im Meer. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, die Chance wollen wir wahrnehmen, waren aber ein junger Betrieb
und haben gesagt, okay, lass uns ein 10-Jahres-Programm aufstellen, haben diesen Barbaross-Wein ins Leben gerufen und gesagt, okay, über die Erlöse dieses Weines werden wir in 10 Jahren dann die Möglichkeit haben, deine Rebanlagen zu übernehmen. Leider hat die Zeit da nicht so mitgespielt, wie wir das wollten. Und dadurch ist leider dieses Projekt nach 3 Jahrgängen ein bisschen im Winde verlaufen, wo ich heute noch ein bisschen mit einem traurigen Auge drauf schaue. Nichtsdestotrotz, das, was geblieben ist, ist ein großartiger Wein. Ja, und ich muss ganz kurz einen Kommentar vom Christian auch noch sagen. Christian sagt, der Barbaross ist nach 12 Stunden noch gewaltiger und er wird ihn morgen gegen einen reifen Bordeaux trinken. Wir sagen danke. Viel Spaß also, damit. Das wird richtig Spaß machen, denke ich. Wir sind natürlich auch gespannt. Du wirst uns sicherlich auch eine Rückmeldung dazu geben, wie das Ganze verlaufen ist. Ja, also haben wir auch ein bisschen die Geschichte von Barbaross erläutert. Wie gesagt, Jahrgang 2005. Ich glaube, wenn man das eben jetzt blind ins Glas kriegen würde, würde man da jetzt nicht von einem vermeintlich kleinen Jahrgang sprechen. Prinzipiell würde ich sagen, dass einfach das Mittelburgenland so ein bisschen das gelobte Land dafür ist, um aus kleinen Jahrgängen das möglichste Maximum herauszuarbeiten. Der Wein ist jetzt 15 Jahre alt, das ist so, wo wir sagen, hey, das ist Wein von unserem Höhepunkt und das ist auch das, was ich meines Erachtens genau in dem Wein wiederfinde. Ja, und wozu kann man gut kombinieren? Also ich möchte noch einen Kommentar aufnehmen und zwar sagt der Christian B.A. Bayer Beisteiner absolut korrekt. Dann der Franz sagt auch, dass er meint, dass der Wein noch deutlich mehr Luft braucht, was das Kommentar von Christian auch hervorhebt. Also auch bei diesem Wein, stellt ihn in den Kühlschrank und genießt ihn die weiteren Tage. Ihr werdet neue Facetten kennenlernen, weil der Wein sich immer mehr noch öffnen wird. Ja. Und essenstechnisch haben wir da natürlich auch eine Sache, also für alle, die gerne Fleisch essen, das ist der Wein zum Steak, zum richtig feinen Steak, was man sich am Abend nach seinem Homeoffice einfach macht und kocht und genießt. Aber es passt auch extrem schön natürlich zu vegetarischen Gerichten, vor allem eben dann, wenn man zum Beispiel mit braunen Linsen arbeitet in Kombination mit Steinpilzen und da dazu auch noch ein schönes Wurzelgemüse. Das ist übrigens auch eine Kombination, die inspiriert ist von Franz, wo wir uns vielmals bedanken, auch selber ausprobiert haben und einfach sagen müssen, auch zu vegetarischen Gerichten macht Rotwein Spaß. Man muss nur wissen, wie man es kombiniert. Und auch da muss ich jetzt mal nochmal kurz meinen Regionalgedanken hineinbringen. Wenn ihr unterwegs seid, gerade Bärlauch, das Riesenthema. Bärlauchregionen sind auch oftmals prädestinierte Morkelregionen. Das heißt, haltet da die Augen offen, vielleicht findet ihr ein paar schöne Morkeln. Unglaublich toll einsetzbar auf dem vegetarischen Bereich, gerade was kräftige Rotweine angeht. Solltet ihr bei der Morkelsuche erfolglos bleiben, bieten sich da eben die getrockneten Steinpilze super an, um dem eben nahe zu kommen. Gut, und das bringt mich auch schon zu den Fragen, die noch übrig geblieben sind. Die eine Frage war, wie schwer ist denn der Barbaross, was ich glaube mit dem Alkoholgehalt zusammenhält, und zwar liegen wir hier alkoholtechnisch bei 13,5. Jetzt muss ich selber nachschauen, bei 13,5, ja, natürlich hast du es aus dem Etikett abgelesen, ich habe meinen Schummelzettel da links. Also wir liegen hier bei 13,5% Alkohol. Eines noch, bevor wir mit dem Wein uns dann auch schon langsam verabschieden werden, ist, dass ja, man auch hier einfach noch diese Wandlung von Blaufränkisch, ich meine, mit Anteil von 70% Blaufränkisch, kann man hier schon wirklich sehr schön sehen, in welche Richtung eben Blaufränkisch sich verwandelt. Und die Charmanz und Eleganz von diesem Wein, wir sagen immer, das ist so ein bisschen bei uns diese elegante Diva, die ist, glaube ich, wirklich unumstritten. Schaut euch das Ganze auch noch mit Luft an, es ist einfach spannend, die Entwicklung vom Wein zu sehen. Ich bin mir sicher, dass der Wein bei euch heute nicht mehr alt wird.
das ist wirklich Wein, der am Höhepunkt ist, der jetzt richtig Spaß macht, der richtig Sinn macht, das zum Aufmachen. Ja, wir sagen, für unsere Premiere sind wir ganz zufrieden, sind wir ganz zufrieden mit dem Verlauf. Wir sagen für alle, die wirklich die ganze Verkostung mitgemacht haben, ein herzliches Dankeschön, dass ihr uns da so supportet bei der ganzen Geschichte. Ja, und diesen neuen Weg auch einfach mit uns geht, der für uns aktuell ganz, ganz wichtig ist, weil es ist einfach der einzige Draht, der einzige Live-Draht quasi, den wir zu euch haben, wo wir gemeinsam über die Weine philosophieren können. Es gab jetzt noch eine Frage, aber auf die werden wir dann nachher genau, noch eingehen. Genau, wir bleiben ja noch ein paar Minuten da, um noch auf etwaige Fragen zurückzukommen. Was ich noch auf jeden Fall gerne anbringen möchte, ist, wenn euch das Ganze Spaß gemacht habt und ihr auch vorhabt, nächste Woche wieder dabei zu sein, wir würden uns extrem darüber freuen, wenn ihr unserer Facebook-Seite Insigne Leones ein Like da lasst, in eurem Freundeskreis, gerade bei den Weinaffinen Menschen, ihnen sagen würdet, hey, dass ihr da eine spaßige Zeit gehabt habt, dass ihr ihnen empfehlen würdet, da auch dabei zu sein, lasst unsere Community ein bisschen größer werden. Mit vielen Leuten wird das Ganze natürlich auch noch ein bisschen breiter gestreut und wir freuen uns, dass wir mit euch das gemeinsam machen können, dass wir dieses Pilotprojekt ins Leben rufen konnten. Vielen lieben Dank für euren Support, bleibt uns treu, seid nächste Woche wieder dabei, genau, da wenn das Thema junge Weine, das Neue aus unserem Haus Vor allem für alle, die von euch Sekt und Schaumwein lieben, ist das prädestiniert, diese Verkostung, weil wir haben uns ja diesem Thema auch in den letzten 1 bis 2 Jahren vermehrt gewidmet, haben hier erste Produkte auf den Markt gebracht und es ist einfach die Verkostung, um unseren Stil bei Schaumweinen und Sekten perfekt kennenzulernen. Wir hoffen, euch da begrüßen zu dürfen. Alle, die noch die offenen Fragen beantworten, wir gleich. Bleibt also noch dran. Für alle anderen sagen wir vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund, schaut auf euch und ja, trinkt ein kurzes Glas Wein. Genau, wir hoffen, wir sehen euch nächste Woche wieder. Zum Wohle, macht es gut.